Du bist dumm dumm, hast du gum gum? Und mit diesen Worten der Osterinselskulptur aus Nachts im Museum, die auch dem Haus unter Deus ähnelt, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von meinem Let's Play von SpongeBob Schwammkopf, Battle for Bikini Bottom, Rehydrated. Mal gucken, von was Thaddeus träumt. Also ich schätze, das ist immer was über Musik. Wie denn damals in der einen Traumfolge, wo der denkt, er wäre Mozart und dann hier in diesem Theater singt. Halte die Ohren zu! Mr. Krabs, was machen Sie denn in Thaddeus Traum? Es sind harte Zeiten, Minion. Oder zumindest fühlt es sich so an. Meinst du, du kannst es über dieses Notenblatt zum goldenen Pfannenwender auf Thaddeus großer Nase schaffen? Keine Sorge, Mr. Krabs. Für diese Herausforderung hole ich mir eine tolle Note. Viel Glück, Minion. Wenn du da ankommst, dann weggehen. Mir geht das Aspirin aus. Okay. Also in der Urfassung von dem Spiel habe ich das damals nicht geschafft. Das ist auch an einer Stelle ziemlich kompliziert. Aber manche Noteinlage, das wäre mit Schmuppassage, wäre mit Sandy einfacher. Ja, die fallen hin. Ja, die Noten hauen mir ab. Hat Nummernzeichen auch. Ne, ja, die bleiben da. Oh Gott! Ja, noch ist es einfacher, aber es wird noch schwieriger. Oh Gott! Jetzt kommen noch die Bongos dazu, ey. Das ist, was ich meinte. Man musste mich gut abtimen jetzt. Immer. Ich hab das Notenblatt erwischt, aber. Oh Gott! Oh, da war eine Socke. Oh. Okay, das war nicht so, wie ich geplant hatte, aber ich möchte die Socke trotzdem haben. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder kurz nochmal neu machen. Macht nichts. Dafür haben wir eine Socke gekriegt, das hat sich schon gelohnt. Boah. Alles klar. Oh, da habe ich wohl nicht erwischt. Ach, guck mal, da ist die Folge, wo Thaddeus die Tür ins Gesicht kriegt und er ein wunderschön wird. Das Bild sagt mir auch was, aber ich weiß nicht, welche Folge das ist. Auf jeden Fall zeigt er irgendwie so auf sein Gesicht. Sieht etwa beeindruckt aus oder irgend sowas war das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Eine der neueren Folgen gewesen, oder? Oder war es auch noch aus dem goldenen Zeitalter von SpongeBob? Das weiß ich gerade gar nicht. Oh, was? Nein! Komm schnell.
Alter, ist das schon das Ende? Hä? Ist das schwieriger? War das früher schwieriger? Hm. Da ist schon das Ende. Ne, ich glaube, das war früher dann komplizierter. Aber irgendwie ist gar nicht so schwer. Hallo Thaddäus! Mann, hast du eine große Nase? Thaddäus, warum hast denn so eine große Nase? Damit ich besser riechen kann. Hm. Naja. Okay, das war's. Ich hatte das irgendwie schlimmer in Erinnerung, Thaddäus Traum. Oh, wie funkeln! Gut gemacht! Dann lass uns jetzt den Anker lichten und davon segeln. Alles klar. Dann geht's als nächstes in Mr. Krabs Traum, in der großen Krabbe. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall auch noch. Gucken, wie das jetzt in der neuen, in der Rehydrated Version aussieht. Alles klar. Ich dachte, ich rutsch da drauf rum, habe ich gedacht. Ah, offensichtlich nicht. Oh Gott! Zeit für eine kleine Schleicherei. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ja, hat ja sehr gelohnt. Und damit geht's zu Patricks Traum dann gleich. Machen wir erstmal Mr. Krabs. Eugene Krabs! Thaddäus, das ist fantastisch. Fantastisch schrecklich, meinst du wohl? Hey, sieht aus wie, wie im Dagobert Ducks Geldspeicher. DuckTales, wuhu! Mr. Krabs träumt von der großen Krabbe. Und von Geld. Was für eine Überraschung. Ich kann der Arbeit einfach nicht entkommen. Und von Krabby Patties. Mittagsansturm. Ich schnapp mir besser meinen Hut und... Vergiss den Hut, schnapp dir den Pfannenwender und bring uns hier raus. Wie ein glänzend goldener Zahnstocher, der im Brötchen eines... Dafür haben wir keine Zeit. Oh Gottes Willen. Heuer, sieht doch das mal ein. Hat ich denn da los? Da geht doch viel zu viel Roboter. Oh. Alles klar? Los. Das war so klar. Ach so. Da muss ich die einfach kaputt machen? Nennt mich auch Schwamminator. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Sieht genau meine Größe. Au! Mist! Ja, stimmt, man muss nur genug da immer von kaputt machen. Oh, wie lecker das aussieht. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ach so, da kann ich von Schaden kriegen. Mist. Okay. Ach komm schon, wirklich. Ich stelle mich gerade viel zu dämlich an. Die Roboter sind aber auch scheiße. Oh. Oh, da war was. Rasenblätter voraus. Autsch. 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 Komm, jetzt konzentrier dich mal ein bisschen mehr, Divi. Oh Gott. Divi, pass auf. Autsch.
Ich bin bereit. Alle Neune! Weißt du was, ich mach das lieber von hier aus. Also aus einer sicheren Umgebung. Das funktioniert nie so, wie ich es haben will. Okay, so. Bisschen mehr konzentrieren hier. Ein neuer Schwach. Dreifacher Schrecken. Ich komme. So. Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, ein bisschen sicheren Abstand nehmen, bitte. Also ich könnte vorstellen, dass Patricks Traum bestimmt ganz einfach ist. Er sitzt bestimmt einfach nur auf dem Schaukelpferd und schaukelt. Also auf dem elektrischen, wo man Geld einwerfen muss. Auf jeden Fall ein witziges Easter Egg für eine der alten Spongebob-Folgen. Och, komm schon! Alle Neune! Immer noch nicht. Fehlt noch einer. Jetzt fertig, perfekt. Okay. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oliven. Wer von euch Oliven mag und keine Oliven mag, schreibt das mal in die Kommentare. Also ich mag keine Oliven. Ich mag die höchstens nur, wenn die komplett durchgebraten sind oder also komplett durch sind, dass der Geschmack weg ist. Dann mag ich die. Aber ist auch nicht der Zweck der Sache von Oliven eigentlich. Ne? So. So. Mein Gott, das war jetzt ein Heckmeck, ey. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwo noch eine Socke war. Genau. Jetzt fall nicht darunter. Patrick sollte mal wieder waschen. So. Wir sind die Trick und Track. Perfekt. Kannst du mich Elefanten, wenn er das schon sind? Kann sein, dass es in dem Spiel 100 gibt. Endlich, jetzt können wir abhauen. Aber zuerst brauche ich meinen Lohn. Mr. Krabs. Entschuldigung, Mr. Krabs. Nimm noch einfach irgendeine Münze, aber kannst du ja mitnehmen. Wie das Ohr aus Nightmare on Elm Street. Mit bei Freddy vs. Jason hat die auch das Ohr mitgenommen. Oder einfach Freddy selber, wie Nancy es mit ihm gemacht hat im ersten Teil. Nightmare on Elm Street. Robert Englund. Mit dem jungen Johnny Depp. Wenn wir die mal gewusst hätten, dass sie mit einem zukünftigen großen Hollywood-Star zusammenarbeiten bei Johnny Depp. Nightmare on Elm Street damals. Ouch.
Oh Gott! Straßenblätter voraus! Ach so, Patrick träumt gar nichts. Also das Übliche halt, nix. Der denkt ja auch an nichts. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Ist klar. Das riecht nach... Ah. Oh Gott! Habt ihr das gesehen? Ich bin fast runtergefallen, aber hab mich noch gerettet, wie auch immer ich das hingekriegt habe. SpongeBob an Einsatzleitung, es kann losgehen. Okay. Eine Socke und ein Pfannwender fehlt. Okay. Wo habe ich denn noch einen Pfannwender übersehen? Ach da! Kann ich doch rein, okay. Welcher Pfand wie Patricks Traum aussieht. Also Patrick, ja. Du hast einen goldenen Pfannenwender. Gib ihn her. Also gar nichts. Nichts. Nicht so schnell, SpongeBob. Erst musst du meine Prüfung bestehen, bevor du diesen goldenen Pfannenwender bekommst. In Ordnung, Sir. Herausforderung angenommen. Also gut. Deine Herausforderung ist es, den goldenen Pfannenwender zu finden. Da ist er. Du hast es geschafft. Boah. Und hier ist deine Belohnung. Alles klar. War ja auch so schwer. Ich fordere dich heraus. Du musst... Patrick, ich... Ja? Ich hab doch schon bestanden. Hast du das? Dann ist hier deine Bel... Du hast sie mir schon gegeben. Hab ich das? Dann fordere ich dich heraus, du... Patrick, ich muss los. Gary muss noch mal gebadet werden. Steig jetzt in die Wanne. Ich fordere... Patrick, in die Wanne. In die Wanne. Sieh mal, Golddublonen. Nicht kaputt machen, weil nicht aufheben. Piraten hier in diesem Haus einen Schatz vergraben haben. Oh Gott, ist er wieder da. Perfekt. Es hat eine Socke fehlt, aber die ist da bestimmt irgendwo bei Sandys Piste, bei Sandy bestimmt irgendwo im Traum. Du möchtest jetzt gehen? Miau. Miau. Ich weiß, das ist mein Traum, aber ich möchte, dass du bleibst. Danke, Kumpel. Es lebte einst Mann in Peru. Er träumte, er aß seinen Schuh. Er erwachte vor Schreck, der Schuh, er war weg und der Stuhl senkte gleich mit dazu. Alles klar, dann gehen wir mal zu Patrick. Und dann, ja, nur noch die restlichen Sachen einsammeln, die es noch zu finden gibt in anderen Leveln. Und dann zum Abfalleimer. Eine Frage, wie ich das mache. Erst in den Abfalleimer und danach diesen Bonuspart, wo ich die restlichen Sachen einsammle, oder vorher? Ne, ich glaube, das mache ich jetzt schon. Weil ich dann, glaube ich, alles zusammenschneiden und zeige euch dann, wo alles ist. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Okay, dann gucken wir mal kurz nochmal nach. Bikini Bottom. Da fehlt noch zwei Socken und ein Pfannenwender. Die Quallenfelder. Vier Socken. Innenstadt von Bikini Bottom. Eine Socke und ein Pfannenwender. Die Gulagune. Da habe ich alles. Das ist perfekt. Poseidon. Das ist natürlich nix. Rock Bottom. Eine Socke. Ich weiß auch, wo die ist. Die Heldenhöhle. Ein Pfannenwender. Ah ja, stimmt. Das war dieser Minigolf-Parcours, genau. Der Sandberg. Ein Pfannenwender und eine Socke. Stimmt, da ist er, wo ich hier ganz schnell runterrutschen muss. Industriepark. Hab ich.
Seetangwald. Ein Pfannwender. Friedhof von Trinidad Holländers. Da habe ich alles. Und natürlich SpongeBobs Traum. Und da muss ich noch bei Mr. Krabs die Sachen alle abgeben. Und bei Patrick. Dann gehen wir jetzt noch kurz bei Patrick den einen Pfannwender holen. Roll den Schwamm. Okay. Wow, SpongeBob, du hast welche gefunden. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist ein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Damit kann man keine Pfanne wenden. Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank. Alles klar. Dann fehlt jetzt auch nur noch insgesamt nur noch 10 Socken. Nicht wahr? Nicht wahr? Ja, genau. Gibt's insgesamt 80 Socken nur. Und Mr. Krabs kann man ja auch noch welche einsammeln. Gut, dann würde ich auch mal sagen, wir fangen im nächsten Part an, dann die restlichen Sachen alle einzusammeln. Und dann im nächsten Part, danach dem Part, werden wir uns aufmachen, das Spiel zu beenden im finalen Bosskampf im Abfalleimer. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt hier erstmal an dieser Stelle. Und wir sehen uns im nächsten Part zu meinem Let's Play von SpongeBob Schwankkopf, Band of a Bikini Bottom, Rehydrated. Bis zum nächsten Part und tschüss. Und hiermit sind wir am Ende von meinem Video angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die bis zum Schluss zugeschaut haben und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mich unterstützen wollt und keine Videos mehr von mir verpassen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen, das ihr mir hinterlassen könnt, wenn ihr oben rechts auf mein Kanallogo klickt. Wenn ihr oben links klickt, kommt ihr auf die Playlist von diesem Let's Play. Und hiermit verabschiede ich mich und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video von mir. Tschüss!